Das Um und Auf in einem Verwaltungsverfahren ist natürlich die Frage, wer hat alle Parteistellung, das heißt, wer kann in einem Verfahren Vorbringen erstatten, Akteneinsicht nehmen, ein Rechtsmittel einlegen am Ende des Verfahrens, wenn man damit im Ergebnis nicht einverstanden ist. Bürgerinitiativen spielen im UVB-Genehmigungsverfahren eine Rolle, bislang nicht im sogenannten vereinfachten Verfahren. Der Verwaltungsgerichtshof hat dies nun in eine andere Richtung entschieden. Und genau das wollen wir uns in dieser Folge von 3 Minuten Umweltrecht anschauen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Der Verwaltungsgerichtshof hat nun unter dem Schlagwort Stadttunnel Feldkirch grundlegende Aussagen zur Parteistellung von Bürgerinitiativen in UVB-Genehmigungsverfahren getroffen. Nur noch mal kurz zur Wiederholung. Es gibt das vereinfachte UVB-Genehmigungsverfahren und das quasi normale, ordentliche UVB-Genehmigungsverfahren. Wesentlichster Unterschied bislang war, im vereinfachten Genehmigungsverfahren gab es für Bürgerinitiativen keine Parteistellung. In der Zwischenzeit hat sich der Europäische Gerichtshof das eine oder andere Mal bereits mit Aarhus, der Aarhus-Konvention und den Rechten der betroffenen Öffentlichkeit auseinandergesetzt. Vieles ist nun ein wenig klarer als noch vor ein paar Jahren. Offen blieb allerdings die Frage, wie denn nun mit den Bürgerinitiativen umzugehen ist. Sind die Teil der sogenannten betroffenen Öffentlichkeit? Wenn ja, wie ist mit ihnen im Verfahren umzugehen? Und genau dazu hat der Verwaltungsgerichtshof nun Stellung genommen. Er hat gesagt, die betroffene Öffentlichkeit ist, vereinfacht ausgedrückt, über die Aarhus-Konvention geregelt. Dazu gibt es abschließende Judikatur des Europäischen Gerichtshofs, dass, wenn es notwendig ist, aufgrund dieser Betroffenheit auch innerstaatlich, mitgliedstaatlich Parteistellung zuzuerkennen ist. Und die Bürgerinitiativen, die hätten ja quasi, weil ich um Mitglied in einer Bürgerinitiative werden muss, ja in der Standortgemeinde oder in den anrainenden Gemeinden wahlberechtigt sein muss, hätten die Mitglieder der Bürgerinitiative alleine deswegen aufgrund dieser räumlichen Nahebeziehung schon ein Interesse daran, sich an dem Verfahren zu beteiligen. Man kann, darf und soll sie laut Verwaltungsgerichtshof auch nicht anders behandeln als quasi den Rest der betroffenen Öffentlichkeit. Voilà, laut VWGH ist der Bürgerinitiative daher auch im vereinfachten Verfahren Parteistellung zuzuerkennen. Was mache ich nun mit dieser Erkenntnis? Nun, jeder von uns Einzelnen einmal vorwiegend nichts. Die Frage ist, macht der Gesetzgeber etwas? Man könnte jetzt provokant sein und sich mit der Frage beschäftigen, braucht es denn überhaupt noch die Unterscheidung in ein vereinfachtes und in ein ordentliches Genehmigungsverfahren, jetzt wo der wesentlichste Unterschied ohnehin durch den VWGH mehr oder weniger entfernt wurde. Man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, braucht es denn überhaupt Bürgerinitiativen, wenn sowieso jeder andere, der Teil der betroffenen Öffentlichkeit ist, zumindest seit den letzten EuGH-Entscheidungen, wir haben hier in unserem YouTube-Channel 3 Minuten Umweltrecht ja bereits das eine oder andere Mal darüber berichtet, aufgrund der EuGH-Judikatur am Verfahren sich beteiligen kann, beziehungsweise in Österreich darüber hinaus in den meisten Fällen sogar Parteienrechte und Beschwerderechte hinten nach wahrnehmen kann. Ob der Gesetzgeber letztlich tätig wird, das bleibt ihm überlassen. Sicher ist nur, wenn er es nicht tut, dann werden weiterhin die Gerichte entscheiden.